Grüße. Ah, ist mir mal soweit. Ein Haufen neue und alte Serien sind zu Ende gegangen. Und da fühle ich mich natürlich genötigt, über ein paar zu sprechen. Zumindest die, die ich bis jetzt fertig gesehen habe. Was leider nicht sehr viel ist. Insgesamt sind es nur 5. Yep. Und ja, das zeigt nur mal, dass ich ehrlich ein bisschen wenig Zeit habe, momentan mir Animes anzuschauen, geschweige denn irgendetwas zu kaufen, finanziell betrachtet. Aber naja, dachte mir, bevor ich gar nichts mache, und momentan ist meine Planung etwas durcheinander geworfen worden durch diverse Sachen. Und ich habe noch nicht unbedingt den ganzen Tag Zeit, sehen wir das also etwas improvisierter wieder mal werden. Sorry, falls ich etwas zu schnell rede. Ich habe etwas Hektik, wir versuchen das unter Kontrolle zu halten. Okay, reden wir mal ein paar neuere und zu Ende gelaufene Serien der Season. Zum Beispiel über Setsune no Tempest oder der Civilization Blaster. Ich bin das als erstes auf, weil ich werde mir die Serie nochmal komplett ansehen müssen, weil gegen der Hälfte habe ich fast keinen Plan mehr, was da passiert. Es könnte auch daran liegen, dass ich genau an dieser Stelle dann ich nicht mehr regelmäßig eingeschaltet habe und ich dann nur noch durch diese Episoden gerascht bin, und das ist doch ein sehr dialoglastiger Anime. Aber hey, man kann jetzt sagen, dass ich die Serie nicht mochte, weil ich habe ja auch die Dinger hier gemacht für die LBM, also habe auch ein, zwei davon verteilt. Kam nicht so gut an anscheinend, aber was soll man, also wirklich, ja, ich habe die kleine Holzfigur aus der Serie nachgebaut aus Latex mit Schaumstofffüllung als keinen Gag, aber naja, kam nicht so gut an. Storytechnisch ist eben wieder so ein typischer Action-Adventure-Titel mit typischen, yeah, die Welt wird zugrunde gehen, mit den ganzen Magic-Sachen, und da genau liegt mein Problem in der ganzen Serie, dass ein Haufen Sachen so schnell reingeworfen wird, wenn du doch 5 Sekunden nicht aufpasst, einer von diesen typischen zu schnell für ihr eigenes Gut Serien, weil, oh Mann, Kämpfe sind interessant, Dialoge auch recht, vor allem wie sie versuchen, das eine Mädchen aus einer Zeitfalle zu befreien, bin ich schwerstens begeistert gewesen über die logischen Schlussfolgerungen, die sie hier führen, weil das ist wirklich dermaßen. Hier wurde gedanklich sehr viel in dieses Szenario reingesetzt, aber dafür wird alles irgendwie so flach und ämmelnd, so quasi, du bringst jetzt ihn um, warum, er ist mein bester Freund, ja, weil wir etwas anderes wollen, und da habe ich irgendwie den Faden verloren, gebe ich offen zu, das kann mir jeder vorhalten, aber man kann nicht behaupten, dass ich nicht versucht habe, diese Serie zu zerlegen und zu analysieren. Wie gesagt, die erste Hörfeld hat mich wirklich interessiert, weil du hast dieses Endzeit-Szenario, wo sich Menschen in Metall verwandeln, diese ganze Magier-Gilde und die ganzen Verschwörungssachen. Einer der Hauptcharaktere ist zum Beispiel niemals richtig anwesend und kommuniziert nur über diese kleinen Holzpuppen. Geile Ideen! Und dann ist, wie gesagt, am Schluss haben wir nur gedacht, okay, irgendwas habe ich hier verpasst. Nicht wegen dem Ende. Aber, und wie gesagt, ich möchte nicht unbedingt zu viel verraten, das sind die Teile, oh, ich spoilere hier Leute, die es noch nicht gesehen haben, also nicht zu Ende gesehen haben. Das ist mal eines von den größten Problemen jetzt bei aktuellen und neueren Serien. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass daraus noch einige Diskussionen entstehen. Aber wie gesagt, also ich habe diese Serie zu Ende gesehen. Und da sie anscheinend bereits in Amerika darauf wartet, eine deutsche Synchro zu bekommen, bei Aniplex. Ne, Aniplex Amerika hat es bereits lizenziert. Das heißt, dass sie wahrscheinlich in ein paar Monaten wahrscheinlich auch hier in der UK-Fassung auch erhältlich sein wird. Dann werde ich sie mir wahrscheinlich holen. Das erste Mal seit langem, dass ich wieder mal auf eine deutsch- oder zumindest englischsprachige Synchro warte, weil dass ich ein paar von den Dialogsachen vielleicht nachvollziehen kann. Weil mir kommt wirklich dermaßen extrem vor, dass ich hier einiges verpasst habe, obwohl ich wirklich aufmerksam und so einige Folgen sogar doppelt angesehen habe. Und trotzdem war mir nicht ganz klar, was ich hier verpasst habe. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Serie, die ich niemandem vorenthalten möchte. Deswegen wollte ich sie als erstes gleich aufbringen, bevor ich sie nicht erwähnt habe. Oh Mann, und was haben wir hier? Also, für die Bonus dürfte eigentlich jeden. Ich verlinke natürlich alles wieder nach unten, die ganzen einzelnen Serien, die ich hier erwähne. Und dann sollte ich mal durchsagen. Also, Studio Bones ist ja auch bekannt worden, zum Beispiel durch die Eureka 7-Reihe.
Dark hat den Black, was ich dieses Mal auch einige Cosplays gesehen auf der LWM zum Beispiel habe. Gravities, was hat man jetzt so? Also, Studio Bones müsste eigentlich den meisten gängig geläufig sein als Animationsstudio, weil die doch eigentlich in den letzten Jahren wirklich sehr aktiv waren. Bones noch extra hat sie auch gemacht, ja und so weiter. Okay, zur nächsten Serie. Kotora-san. Eine Serie über ein Mädchen, das Gedanken lesen kann. Klingt einfach, ist es aber nicht. Weil hier zum Beispiel bei Anisearch wird es als Drama und Psychological eingegliedert und ist auch bereits bei Crunchyroll in Englisch erhältlich. Falls jemand einen Crunchyroll-Account hat, kann er sich ihn bereits jetzt anschauen, wahrscheinlich sogar mit englischer Synchro, wie ich verstanden habe. Und diese Serie war deswegen interessant, weil sie kommt dramatisch rüber, haut aber sehr viel Comedy rein. Aber nicht so viel Comedy, dass es lächerlich wird, sondern dass man wirklich den Charakteren gut folgen kann. Dass sie nicht zu depressiv rüberkommen. Du hast ein Mädchen, das von klein auf bereits Gedanken lesen kann und dadurch einen Haufen Schwierigkeiten bekommt, vor allem, weil die ganze Umgebung, in der sie aufwächst, mehr oder weniger ziemlich negativ darauf reagiert, dass sie mehr oder weniger alles darlegt und offen ausspricht, was andere Leute sich denken, was in den ersten Episode wow, ziemlich düster rüberkommt und dann natürlich einen Typen trifft, dem das Ganze irgendwie scheißegal ist und der eigentlich nur mehr oder weniger sie damit belästigt, dass er andauernd irgendwelche nicht ganz jugendfreien Fantasien durch die Gegend wirft, die sie natürlich in aller Form miterlebt. Und das Ganze wird hin und her zwischen, ja, einen Platz für den Menschen, von die Szenarien im ersten Teil war besonders extrem, was zum Beispiel ihre Eltern, als ihr Vater die Familie verlässt und dann die Mutter mehr oder weniger sie bei ihrem, mit einer wirklich hartbrechenden Szene bei ihrem Großvater absetzt, das am Schluss sogar einen recht guten Payoff hat, weil ich sagen muss, bist du ein bisschen emotionaler auf der Ecke, bist du sicher ein paar Tränen vergießen, das also, sofern du nicht irgendwie nicht ganz mitkommst, also daher, bin ich sehr angetan, also vor allem von den ganzen anderen. Du hast ein Mädchen, deren Mutter, Entschuldigung, bin ich etwas ausgerutscht, deren Mutter die Zukunft voraussehen konnte zum Beispiel und die sich im Endeffekt sogar umgebracht hat, weil sie als Betrügerin dargestellt wurde und sie dann eben versucht, die Reputation ihrer Mutter wiederherzustellen, indem sie versucht, durch unsere Hauptprotagonistin hier das Ganze aufzuklären, dass es wirklich Menschen mit solchen Fähigkeiten gibt. Ihren besten Schulfreund, der etwas kurz geraten ist, aber einer der wirklich sympathischsten Charaktere ist, die man sich in der Situation vorstellen kann, weil er einfach nur dieser total lässige und bin dabei Typ ist. Also wirklich cool und natürlich den obligatorischen Second Love Interest, die Sportskanone, die eigentlich an dem gleichen Typ Interesse hat, der eigentlich Interesse an Kotora hat und das ganze Love Triangle und es hat einen super Payoff. Gebe ich offen zu, die Comedy ist gut eingebaut und stört nicht im Verhältnis zu den dramatischen Sachen, die am Ende wirklich etwas ziemlich düster werden, aber nicht so düster, dass man sagen könnte, okay, das ist ein Stimmungsbrecher. Und was den Artstyle angeht, ist es wirklich etwas sehr jugendfreundlicher gehalten. Mit etwas weniger Fanservice, als man es erwarten würde zwar, hat es aber immer noch drin. Also das ist ja eins von diesen Sachen, die man in den nächsten Jahrzehnten noch wahrscheinlich, sofern man das noch aushalten kann, nicht ganz rausbekommt. Aber ist es okay. In diesem Sinne muss ich sagen, auch eine Serie, die man wirklich empfehlen kann, vor allem für die Leute, die ein bisschen sowohl den Spaß auch die Ernst als auch die Ernsthaftigkeiten in der gleichen Szenario vertragen könnten. Und dahingehend möchte ich mich da auch nicht weiter aus dem Fenster lehnen, weil es ist wirklich unschaubar. Vor allem warum Charaktere sich so verhalten. Ein bisschen zu melodramatisch an einigen Stellen, gebe ich offen zu, aber nicht so in der Maße, dass es wirklich sülzig rüberkommt, so Marketing-Novella-Style, so also nicht wirklich so. Und ja, dieses ganze Szenario ist wirklich mehr oder weniger, kann man fast schon als Slice of Life School Story rüberbringen, wird aber als Drama gehandelt.
wie gesagt, es war mit etwas zu wenig Drama drin. Es war Drama drin an einigen Stellen, ja, aber der Großteil ist eben mehr oder weniger nur, dass eben Kotora meistens sich selbst die Schuld für alles gibt, was eigentlich nicht unbedingt wahr ist, aber sie ist ziemlich unterwürfige Charaktere, muss ich sagen, also als solches. Muss ich aber sagen, es kommt gut rüber und ist schlüssig, es klingt nicht aufgesetzt und das ist positiv in der Hinsicht. Okay, was haben wir dann da? Oh, nächste Version wäre dann, Boku wa Tomodachi ga Tsukanai Next. Die Weiterführung von Ich habe nicht sehr viele Freunde. Ich glaube, das war so richtig. Führt das Ganze eigentlich in der netten Gruppe, die man bereits kennt, weiter in Bezug auf, ja, du hast einen Typen. Es ist eigentlich, wie gesagt, es wird als Edgy Harem-Satire gehandelt hier eben. Und ja, es ist bei weitem nicht so edgy, wie einiges. Es war auch schon in der vorherigen Staffel so, dass die meisten Leute dann gesagt haben, okay, es ist ein Harem, es ist ein bisschen zu wenig edgy drin. Und so, muss nicht immer so viel sein, ein bisschen ist ja dabei. Und es führt einfach die Story weiter, dass eben dann rauskommt, dass zwei der Hauptcharaktere sich schon von der Schulzeit her kennen. Gegen Ende, was ich leider bemangeln möchte, ist es wieder eins von dieser Storys, die auf einem Cliffhanger, aber auf keinem wirklichen tragischen Cliffhanger enden. Vor allem jetzt. Ist einfach so, du siehst ganz einfach, ja, okay, es kommt noch eine Staffel. Die ist auch schon in Arbeit, wie ich jetzt verstanden habe. Daher ist es kein großes Problem. Weil man sieht, dass sie hier mehr Material reinstecken wollen, anscheinend entweder in einer OVA-Reihe oder halt eben noch in einer dritten Staffel. Die Charaktere sind, sagen wir es mal so, ja, klischeehaft. So klischeehaft. Was ich hier bemangeln könnte, wäre, dass sie es etwas zu sehr klischeeprügelnd und zu wenig erklärend hingestellt haben. Was zwar nicht unbedingt negativ ist, aber. Es fängt an einigen Stellen ein bisschen zu nerven an, obwohl die Charaktere durchgehend eigentlich recht sympathisch rüberkommen. Aber der eine ist etwas, was ich sagen muss, okay, das war eins von diesen besten, dieser Twist. Es gibt in der Mitte der zweiten Staffel hier jetzt also den Twist, wo ich sagen muss, warum hätte ich das jetzt nicht kommen sehen können? Weil es wurde so heimgeprügelt in der vorherigen Staffel. Also wirklich, es wurde so heimgeschlagen, so. Und ich möchte es nicht verraten, obwohl ich es sagen möchte. Und ich muss sagen, mich hat es von der falschen Seite erwischt und ich musste wirklich extrem lachen darüber, weil ich muss sagen, ja, es war so offensichtlich, dass du es den Wald vor der Bäume nicht sah. Und trotzdem hat es mich wirklich. Also, auf jeden Fall, es erhält meine Empfehlung für alle Harem-Fans, auf jeden Fall. Und wegen dieser einen Sache, wegen diesem netten kleinen Twist in der Mitte, muss ich sagen. Juppa! Wäre es auch sicher für andere interessant, aber wenn du Harem-Fan bist, kannst du hier nichts falsch machen. Erwarte nur nicht zu viel Fanservice. Oh Mann. Ja. Könnt ihr noch mehr dafür sagen? Nee. Es ist großteils wirklich Klischee-Prüglerei, aber auf einem Niveau, das noch nicht schmerzhaft ist, wie es bei einigen älteren Sachen schon vorgeht. Es könnte schlimmer sein. Aber wie gesagt, also für Harem-Fans ist es auch definitiv ein wirkliches Schmankerl der positiveren Sorte, wenn auch nicht zu viel Fanservice drin ist. Was ist dann als nächstes? Oh ja, das, was ja einige wirklich, wo ich wirklich überrascht war, dass so viele Leute negativ darüber reden. Im Gegensatz zu dem nächsten Teil, wo wirklich alle negativ darüber reden anscheinend. Keine Ahnung wieso, ich habe sehr wenige Leute gefunden, die es gefällt, aber dazu komme ich noch. Vivid Red Operation. Die Macher von Strike Witches gehen auf Magical Girl Reise. Und muss sagen, yep, hier hast du tatsächlich Magical Girl, so wie es in ihrer klassischen Variante war, mit ein paar neuen Twists dabei. Es wird alles etwas mehr technisch erklärt zwar. Aber es ist mehr oder weniger, würdest du Magical Girl Storylines in Evangelion reinhauen? Ist wirklich so, ja. Die typische f-
Magical Girl Story, aber halt eben auf Evangelion, weil die meisten sagen, oh, es ist genau das gleiche wie Spike Witches. Würde ich jetzt nicht unbedingt so sagen, es kommt darauf an, ja, die Alones wirken zwar sehr stark wie die Neuros aus Spike Witches, okay. Aber das ist eher eine Designfrage. Und was die Story angeht, weil die meisten ja nicht einmal wissen, ja, Magical Girl wäre auch die Planungsrichtlinie gewesen für zum Beispiel Strike Witches, statt dass einfach hier einfach nur typische magiebegabte Mädchen mit technischen Anspielungen wären. Weil die Grundidee bei Strike Witches war ja auch die Magical Girl-Linie. Das sieht man vor allem, wenn man die originale Promoting OVA, die kurze, sieht, wo noch ein paar Sachen mehr Magical Girl Stuff drin war. Dass sie dann aber fallen gelassen haben, aus Produktions- und Storytelling-Gründen. Und das Ganze dann etwas anders gemacht haben. Und weil der Anfang war wesentlich rustikaler in Bezug auf die Technik und mehr in die Richtung Magical Girl. Hier haben sie einfach die Richtung genommen, okay, wir haben Technik, die wie Magical Girl Stuff rauskommt. Und sie haben die ganzen klassischen Sachen, wie zum Beispiel eben die Anzahl der Mädchen, wie sie an einige Sachen herangehen. Wie sie sich finden, das sprechende Haustier, Schrägstrich der Opa und diese ganzen netten kleinen Anspielungen, die Magical Girl ausmachen. Also die Grunddefinition einer Magical Girl Story sind anthropomorphic Begleiter, also meistens Tiere, die sprechen können oder etwas ähnliches, das wie ein Tier aussehen könnte, aber nicht ganz logisch aussieht. Sprich so Sachen wie ein Clam zum Beispiel oder und die Anzahl der Mädchen, weil darüber möchte ich sowieso mal wieder mal extra reden, was ich schon oft bevor gesagt habe. Ich hoffe, ich habe morgen vielleicht Zeit dafür. Die Art, wie ihre Technik funktioniert, die überlangen Transformationsszenarien, die dann aber leicht geschnitten und stark geschnitten werden am Ende dann sogar, um Zeit zu sparen, was eigentlich ein etwas gegenläufiger Trend ist, weil eigentlich waren die Transformationsszenarien in allen Magical Girls auch in den Anfang der 80er bis in die 90er rein nur dazu da, Zeit rauszuschinden, wie ein Großteil der Animation in Japan funktioniert hat, dass die meisten Sachen in Serien, die sich wiederholen, wirklich nur dazu da waren, Zeit und Geld zu sparen. Lange Angriffsaktionen, wo alles nur steht und nur der Hintergrund sieht, was eigentlich zum Standard der Animation immer noch gehören sollte, leider nicht mehr tut, weil ja das ganze Szenario Anime sich in eine Richtung bewegt, die, wo ich sagen muss, Anime wird langsam nicht mehr Anime. Das ist nämlich was ich mich schon langsam etwas Gedanken mache und das finde ich etwas bedenklich, weil wirklich, sie brechen jetzt mit Regeln, die sie eigentlich aufstellen mussten damals und die quasi das Szenario und das Genre Anime mehr oder weniger definieren und jetzt sieht man immer mehr Stellen, dass es sie brechen damit, aber nicht auf diese Art, also wir verbiegen die Regeln so, dass man sie immer noch erkennt. Was sie hier aber ganz gut machen, sie verbiegen die Regeln, aber in die Form, dass du sagen kannst, ja, es ist noch das, was es sein soll, aber mit einem etwas neueren Touch. Also sie modifizieren die Regeln, dass sie zeitgemäßer werden. Andere umgehen diese Sachen leider jetzt komplett schön langsam, weil sie statt, dass sie Animationen sparen, in die Richtung gehen, wir haben andere Möglichkeiten, Zeit und Geld zu sparen, deshalb werden wir jetzt an die ganzen anderen Sachen in Rente schicken. Und das könnte vielleicht etwas negativ im längeren Verlauf sein. Und eben wie man eben hier hat, hast du wirklich diesen epischen Kampf um die menschliche Zivilisation. Du hast die typische Rogue Magical Girl, die in der letzten Episode einen guten Payoff hat. Einige Sachen wirken gerusht, zum Beispiel eben wie sich die Mädels begegnen, aber sind im Verhältnis zu dem, wie es funktioniert und wie sie sich zueinander verhalten, fast klassisch, wenn man das bedenkt. Vor allem, hier hat man eben nur 12 Folgen, nicht wie zum Beispiel der Genre-Gigant, was früher für den Harems-Fan Tenshi Muyo war für die Magical Girl-Szene Sailor Moon, okay? Das ist ja jedem klar, das muss man, glaube ich, niemanden irgendwie heimprügeln oder so. Also, falls das was Neues für dich ist, dann
hau dich ans Internet und Recherche. Das dauert etwas länger wahrscheinlich, bis du das raus hast, aber das erwähne ich auch irgendwann nochmal. Es wirkt an einigen Stellen etwas sehr im Zeitraffer. Aber noch nicht so, dass man sagen könnte, oh, es fehlt so viel. Von was die Dialoge angeht, muss ich sagen, haben sie sehr viele Einsparungen gemacht. Aber wie gesagt, mit 12 Episoden, was willst du da groß machen? Du hast für 5 Charaktere, allein schon pro Charakter eine Episode, bist du schon knapp die Hälfte los. Plus das Opening. Also, es ist wirklich alles sehr zeitraffend. Was eben auf dieses ganze, wo sparen wir Zeit ein? Hier hätte ich mir vielleicht eher gewünscht, dass sie vielleicht eine zweite Staffel daraus machen würden und das Ganze dann eben so auf halbem Wege enden und dann eine nächste Staffel daraus machen, weil hier hätten sie wirklich mehr Potenzial raushauen können. Wunschdenken, ich gebe es offen zu, aber im Großen und Ganzen als Magical Girl Serie, weil hier ist auch jetzt auch wirklich nur als Sci-Fi-Story rausgehauen. Oh ja. Ich muss gerade, weil hier auch noch Edgy, Komödie und Real Robots. Ich habe keine Ahnung, wie das als Tag angeben könnten. Was die Technik angeht, muss ich sagen, es ist sehr anschaubar. Optisch etwas dünn, weil die Animation sehr geldsparend gemacht wurde. Dafür ist, dass die Shell-Shading-Sachen in Bezug auf Bewegung, auf Action und auf die Kamerafahrten sehr ansprechend. Man sieht eigentlich, das sind die neuen Sachen, wo sie eben Geld sparen. Viel Shell-Shading, vor allem in Wide-Shot, was sie in anderen Serien genau umgekehrt gemacht haben und das dann scheiße ausschaut, wo handgezeichnete Animation in Großfläche angewendet wird und dann in Nahaufnahmen auf Shell-Shading umgeschalten wird. Ich habe keine Ahnung, wie diese Idee jemals ziehen konnte oder dass jemals dafür grünes Licht gegeben wurde, aber das sei dahingestellt. Außerdem haben sie hier sehr viele kleine Easter Eggs in Bezug auf die einzelnen Charaktere, vor allem was ihre persönliche Farbkennung angeht. Das ganze MO mit dem Gemüse und dem Tomaten verspricht der Mayonnaise, was man vielleicht als Fanservice abtun könnte, aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, ja, das ist ein Charakter-MO. Und es ist schwer, so etwas den heutigen Leuten zu verkaufen, die wenig mit älteren Sachen zu tun haben. Hier siehst du sehr viel klassisches Material. Und wenn du ein bisschen mehr mit dem beschäftigst, wirst du sehen, oh, so ist das gemeint. Oder zumindest, oh, das ist eine Einspielung auf diese und jene Art, wie sie an diese Serie rangehen. Es ist ein bisschen schwer zu erklären in wenigen Worten, also, und ich rede sowieso schon viel zu lange. Und wenn wir jetzt gerade eben bei den ganzen Mädchen-Stuff sind, gehen wir noch zum letzten, weil ich... Ah, zuerst drehe ich noch mal kurz über als kleinen Stilbruch zwischen rein Psycho Pass. Psycho Pass ist ja auch wieder eine von diesen Serien, wo ich sagen kann, jo, die ist düster, die ist Cyberpunk. Und du hast sehr viel Charakterentwicklung und sehr viel Dialog. Aber es ist auf jeden Fall leichter Dialog, der wirklich, wenn du so düstere Science Fiction magst, Richtung Blade Runner oder Minority Report oder ein paar der alten Arnold Schwarzenegger Titel, seien wir uns ganz ehrlich, wirst du mit diesem Titel auf jeden Fall sehr viel Spaß haben, weil du hast wirklich eine kleinere Gruppe von Enforcern, die eben, wie ich schon in einem anderen Video gesagt habe, kriminell eingestuft ist, die als Reintegration oder zumindest als Pflichtaufgabe, statt dass sie eben ins Gefängnis müssen, halt andere Kriminelle jagen. Was dann später herauskommt, ist dann eben das Ganze, dass das Ganze nicht so ein Ast rein ist, weil das ganze System ja aufgebaut ist, dass Menschen in ihrer psychologischen Stabilität kontrolliert werden. Und ich finde es auch hier in dem Fall wirklich gut gelöst, dass du bekommst bereits eine Vorschau darauf, was noch kommen könnte, falls sie eine weitere Staffel machen. Und ich hoffe, sie machen. Ich habe noch keinen Termin oder irgendwelche Vorbereitungen gesehen. Also niemand hat mir jetzt bereits gesagt, ob da irgendwas schon was in Planung ist, vielleicht für einen Film. Was ich mir aber ziemlich denken könnte, weil ich glaube, kaum, dass sie noch eine Staffel raushauen werden, weil
Wäre auch Wurzeln, ja, eigentlich, warum nicht? Sie könnten sicher noch eine Staffel rausarbeiten aus dem Ganzen. Aber was ich jetzt dann so aus der Story rausgenommen habe, das Ende ist eigentlich recht abschließend. Weil es endet genau so wie der Anfang. Also, das ist ein bisschen, es kommt in einen perfekten Kreis. Also quasi, ein neuer Charakter kommt in eine bereits bestehende Gruppe, fügt sich dort ein in den Verhältnissen. Danach beginnt das ganze Drama. Leute sterben, noch mehr Leute sterben. Geheimnisse werden enthüllt, Charakter entwickelt sich weiter bis zu einem gewissen Punkt. Nebencharaktere, die auch sterben und sich weiterentwickeln, und bekommt sehr viel charakterlichen Umfang von den ganzen Figuren, die sich in dieser Welt bewegen, wie das ist, diese ganzen Systeme, die das Ganze ausmachen, funktionieren. Und am Ende hast du dann wieder einen neuen Charakter, der in der letzten Episode hinzukommt und der genau an demselben Punkt anfängt wie der vorherige Hauptcharakter. Also einen kompletten Kreis. Und von hier aus könnte man sagen, könnte man eine neue Geschichte noch einmal anfangen, oder vor allem, weil es ja eine Anspielung darauf gibt, dass noch einige Sachen offen sind, vor allem was in Dialogform ausgesprochen wurde. In diesem Fall möchte ich Psycho Pass in der Richtung ausführen, so ähnlich wie die Storyline von Burst Angel. Nicht so in diesem Fanservice Girls with Big Guns Szenario und Max, sondern eher darum, was die ganze Story ob kann, zum Beispiel. Ist jetzt ein bisschen schwer zu verstehen. Ich möchte hier nicht zu viel verraten, das ist das Problem. Das ist immer das Schwerste bei solchen Sachen. Ich möchte jetzt über eine Story reden, aber nicht zu viel verraten, dass die Leute immer noch daran Interesse zeigen. Was einige anderen anscheinend nichts ausmacht, aber ich möchte ein bisschen Leute, ich möchte erzählen und nicht zu viel verraten. Das ist immer etwas kompliziert, deswegen stocke ich bei einigen Stellen über. Bei den meisten, einigen ist es schon aufgefallen, den anderen noch nicht, die beschweren sich darüber, aber kann man nichts machen. Was soll es? Und also, das ist eher was für den etwas darker. Also wenn du so Sachen mochtest, wie zum Beispiel eben Burst Angel, nur halt eben nicht in dem Fanservice und Girls with Big Guns Szenario, mehr auf den technischen und den Unterton, den was diese ganze Szenario hat, oder eben Ghost in the Shell Fan bist, hast du hier auf jeden Fall eine Serie, die dir doch sicher gefallen wird. Weil das Szenario ist interessant, die Technik ist interessant, vor allem mit den ganzen holographischen Sachen, die wirklich sogar Rolle spielen in einigen Szenarios. Also die eine Verfolgung sorgt, wo ein Raum mehr oder weniger als Fluchtmöglichkeit genutzt wird, weil das Hologramm verrückt spielt. Muss man sagen, das war. Und wie sie dann da rumgehen, das Ganze, also der Wortwitz ist wirklich sehr gut rübergebracht. Also wirklich typische Police Story Action, kann man fast so sagen. Und das hat mir gesagt, hat mir gut gefallen und auch das ist auf jeden Fall ein fast Pflichtkauf auf meiner Seite, sobald ich die DVDs irgendwo sehe. Vielleicht kaufen wir davon auch sogar die Blu-Rays, weil mir hat da die Optik recht gut gefallen. Wir werden sehen, weil, naja, ich bin immer kein großer Fan von Blu-Rays, auch wenn ich einen Blu-Ray-Player habe. Kommen wir dann zum letzten, was wir jetzt ein bisschen haben. Jupp. Die Serie, die, über die alle hergezogen sind. Oh Mann. Aber wirklich ein Großteil. Ganz einfach nur deswegen. Es ist zu wenig fantastisch für die meisten und es ist zu real für die anderen und trotzdem zu unlogisch für die manche. Und das ist Girls und Panzer. Die Serie, die jetzt dann ja einen leichten Aufschub gehabt hat wegen den letzten zwei Episoden durch finanziell und ich glaube, was mir jetzt jemand erzählt hat, trotzdem war nicht nur finanzieller Grund, sondern auch, dass jemand gestorben ist anscheinend. Ich werde dazu wahrscheinlich nochmal was machen, sobald ich nähere Infos wieder habe. Ich habe da ein paar verschiedene Sachen gelesen. Zuerst war mir eigentlich klar, dass irgendwas Problem mit dem Studio hatten. Dann auf einmal hieß es auch, okay, nein, es ist jemand gestorben im Team und sonst gerade, okay. Wie gesagt, also das lasse ich mal ganz dahingestellt, wie was da jetzt eigentlich war, weil ich habe da verschiedene Sachen zu Ohren bekommen, zumindest vor die Augen. Nochmal, es ist einfach so, Girls und Panzer, Mädchen, die als Schulaktivität Panzer fahren. Man, was will man mehr? Vor allem, das ist keine Fanservice-Seite, es ist nichts edgy dabei. Und das hat wahrscheinlich die meisten gehört. Und, dass keine der Mädchen irgendwelche Superkräfte hat. Und dann hat bei manchen eben der Verstand ausgesetzt. Warum?
es ist unrealistisch, dass Mädchen Panzer fahren und dass ihre Schulen auf großen Flugzeugträgern sind. Also, wir reden hier von Anime. Das sind, wo Menschen fliegen können, wo ein Faustschlag die Erde spaltet, wo so ziemlich alles, was der Wahnsinn des menschlichen Verstandes sich ausbrüten kann und noch vieles mehr möglich ist. Und nur weil das eben etwas auf einem einfacheren Szenario passiert, das nicht unbedingt Superkräfte oder fliegende Menschen oder dass die Welt in zwei Teile gespalten wird, beinhaltet, bewerten sie es negativ. Da sieht man aber echt, auf was für ein Niveau wir uns ab und zu unterhalten müssen, weil die Leute wollen das schon so überfantastische, dass das andere nicht mehr interessant ist und das dann auch Kritikpunkt ist, weil es ist nicht irgendetwas mit Superkräften, deswegen ist es scheiße. Also, das hat er nie versucht zu sein. Es bleibt in seiner Ecke logisch, weil Anime hat immer das immer sehr gut gemacht, was ich dem westlichen Cartoons fast nie. Es gibt ein paar Ausnahmen, sogar was Disney angeht, aber die sind so selten, dass ich trotzdem sage, ich mag kein Disney, okay? Sie bringen eine Welt in die Existenz. Okay? Sie erschaffen eine Welt. Diese Welt hat ihre eigenen Regeln. Diese Regeln sind unterschiedlich von dem, was wir kennen, weil das eine andere Welt ist. Das ist eine komplett andere, fantastische Welt, die nicht mit dem zu tun hat, was wir hier gerade haben. Und sie bleibt diesen Regeln, die sie aufstellt, treu. Macht das diese Serie durchwegs. Ohne irgendwelchen Hakler oder irgendwelchen Fehler. Was ist dann die Kritik? Ich würde nicht sagen, wenn auf einmal mittendrin auf einmal irgendwie ein Super Saiyajin auftauchen würde und die ganzen Panzer zerstören würde. Dann würde ich sagen, das war jetzt irgendwie unlogisch. Macht es aber nicht. Es geht einfach nur darum, ein Mädchen wird aus einer anderen Schule in eine neue Schule transferiert, weil sie dort versucht, ihrem alten Leben zu entfliehen. Das ist Panzerfahren. Wird dann aber ins Panzerfahren wieder reingedrückt und entdeckt dort wieder neu ihre Leidenschaft für diese Aktion. Was ist daran falsch? Ich finde nichts. Und das hat einigen Leuten wirklich dermaßen quergeschlagen. Einfach, dass es kein Magical Girl Anime ist anscheinend. Und was mir besonders gut daran gefallen hat, ist, nicht nur, also bis auf die Tatsache, dass sie eben diese ganzen Sachen eben verschieben mussten. Also das soll keine Kritik sein in der Hinsicht. Trotz dieser kurzen Laufzeit von 12 Episoden, okay, plus diesen ganzen Slideshows und Recap-Sachen, die sie reingeworfen haben, um Zeit auszuschinden, als die ersten Probleme auftauchten, die aber nicht störend sind, weil trotz der Menge an Charakteren drin sind, dann doch einige an Mädchen in dieser Schule und zumindest in dieser Panzerfahrgruppe, haben sie es geschafft, doch schlüssig und fast schon detailliert rüberzubringen, was der Deal mit allen Einzelnen ist. Weil du hast von den 5 Hauptcharakteren mal abgesehen, die jede ihre eigene Erklärung hat. Zum Beispiel, du hast einmal das Szenario der wirklich introvertierten, ruhigen, die immer zu spät kommen, weil sie so gerne schläft, und ihrer Großmutter. Das auch einen Payoff hat in der letzten Episode sogar. Du hast die Mannstolle, die wo es wirklich, ich will endlich einen Freund haben. Und das dann sogar einen wirklich genialen, fast, ich glaube 2 Episoden später, sogar einen genialen, eine geniale Punchline bekommt. Ich will so quasi Panzer fahren, um endlich einen Freund zu haben. 2 Episoden später, mein Freund hat mich verlassen, bitte hilf mir, weil ich Panzer fahre. Das ist richtig. Und sie dann, man hat wirklich in dieser Reaktion gesehen, so quasi, so quasi eine Welt bricht zusammen, weil quasi die Theorie, die sie aufgestellt hat, warum sie es eigentlich macht, macht keinen Sinn mehr, weil anscheinend in jemand anderen, der genau das Gegenteil passiert ist und sieht mehr wieder brachgeistig da liegt. Das ist eigentlich wirklich faszinierend. Und die ganze Art, wie sie es rüberbringen, vor allem was die Kämpfe mit den Panzern angeht, ja, großteils gesellschädet, und das finde ich bei den mechanischen Sachen sogar sehr gut. Die Kamerafahrten sind auch etwas, was ich hier sagen kann. Hier haben sie es sinnvoll eingesetzt, weil wenig von den Sachen, die du von den Charakteren siehst, cellgeschädet sind, außer sie sind in den Panzern. Also meistens aus Außenaufsicht, niemals Innenansicht.
ist cel-shaded, aber nicht in dem Maß, dass die Kamera wirklich auf den Figuren klebt, sondern es ist wirklich alles sehr weit entfernt. Und da fällt das nicht so stark ins Gewicht. Aber für die Kamerafahrten waren einige Sachen wirklich sehr interessant, weil du wirklich diese POV-Shots aus dem Panzergehäuse raussiehst. Hat der Action nicht unbedingt schlecht getan. Die Story ist einfach, weil du hast einfach nur, Mädchen verlässt eine Schule, kommt in eine andere Schule und wird dann in einen Konflikt mit ihrer Familie und der Schule, in der sie war, gesteckt. Plus der ganzen, wir müssen unsere Schule retten. Storyline. Die ist auch schon am Anfang recht klar, warum einige Charaktere sich so verhalten. Plus, was auch einige angebracht haben, ist, alle Figuren sind reine Klischees. Stimmt! Das Coole daran ist aber, sie wissen, dass es Klischees sind. Und sie spielen damit, weil du hast wirklich eben die Monster, die etwas ruhigere, die aus einem noblen Haus kommt, wo sich die Mutter darüber entsetzt, dass sie, oh, du solltest eigentlich viel, viel besser Blumen arrangieren, als dass du in so groben Maschinen herumgeworfen wirst. Ah, das ist alles, es passiert alles so schnell, aber nicht so schnell, dass es nicht mehr einen ruhigen Fluss hat. Und das ist und auch die anderen Charaktere, das ist eine der Sachen, die ich wirklich grandios finde in Episode 10, dass da am Schluss noch drei neue Mädchen reinkommen und die sogar noch einen Payoff haben, warum sie drinnen sind. Und dort, okay, du hast eine Miniatur-Story-Arc reingebaut. Eine fast schon viel zu kurze Story für die Anzahl der Personen, die hier sind. Es macht alles richtig für das, was sie hatten. Es ist wirklich so maximal Leistung für das, was sie machen wollten. Und das war einigen anscheinend zu wenig. Gebe ich offen zu, wahrscheinlich. Weil es gibt ein paar kleine Schnitzer drinnen, die, wo ich sagen kann, ja, hier hätte ich mir ein paar Sachen weniger erwartet. Aber sie ist eine typische Form der Minimalisierung. Du zeigst das Wesentliche und schaffst dadurch maximalen Ertrag. Weil von diesem Schulungs ich weiß gar nicht, wie war das? Diese Ausbilderin, die sie nach der zweiten Episode bekommen, zum Beispiel. Von der sieht man so gut wie gar nichts, zum Beispiel. Sie taucht zwar immer wieder mal auf, aber wie gesagt, es wirkt einfach so, als hätten sie eine 24-teilige Serie komplett komprimiert auf das absolut Wesentliche, also wirklich um 50% runtergesiegt mit als ZIP-Pfeil. Und sie haben nichts verloren vom Wesentlichen. Und selbst die Sachen, die extrem kurz rüberkommen, sind gut gemacht. Plus, sie haben so immer noch die Zeit gefunden, kleine Schnitzer und man würde fast sagen, animationstechnische Schmuckwerk reinzubauen, die einem vielleicht direkt auffallen. Aber wenn man so jemand ist wie ich, der gerne auf solche Details schaut, fallen sie einem sofort auf. So dieses kleine, oh, warum hat sie jetzt gerade das Fallen, warum ist der Ast gerade runtergefallen und sie hebt auf? Es wird kommentiert sogar. Warum, oh, ist was passiert? Nein, hebt Sachen hoch. Und das sind alles so kleine Schnitzer, die was nicht hätten sein müssen, aber zur allgemeinen Stimmung beitragen. Und das fällt einem wahrscheinlich erst beim zweiten Mal durchschauen auf. Oder man achtet wirklich auf solche Sachen. Müssen sie eigentlich großteils sofort aufgefallen oder so. Das hätte eigentlich nicht sein müssen. Warum war diese Bewegung drin? Warum war diese fast zweisekündige Sequenz drinnen, die nicht hätte sein müssen, einfach nur dazu da, um ein bisschen mehr Leben in eine Animation zu bringen? Was eigentlich ein Widerspruch in diesem Sparmedium jetzt momentan schon ist, wo man wirklich sagen muss, wir müssen sparen, wir müssen das Maximum aus dem Wenigen haben, was wir machen. Und trotzdem haben sie immer noch diese netten kleinen Schnitzer reingebaut. Und als solches hat die Handlung hat keine Löcher, weil sie ist ziemlich geradlinig. Die Motivation der einzelnen Charaktere ist klar und einfach. Also sie ist nichts Krieg und Friedenmäßiges oder sonstiges. Und der Endkampf war stimmig, schnell und hatte ebenfalls seinen Payoff und war spannend.
Also verstehe ich die meisten Kritiken, die einige werfen, weil meistens kritisieren sie eben, dass es ist unrealistisch mit den Kampfpanzerfahren. Warum sind zum Beispiel die Schulen, das, was sogar aufgebracht wird? Oder warum bringt diese Munition die Mädchen nicht gleich um? Warum sitzt sie auf dem Panzer oben und sieht aus der Kopfluke raus, obwohl es gefährlich wird sogar kommentiert, dass die Munition nicht ausgelegt ist, um die Panzer zu zerstören, sondern nur zu demobilisieren, wird sogar in mehreren Ecken sogar angebracht und aufgeklärt. Sachen, die Fragen aufwerfen, werden bereits in der Serie dargelegt und besprochen und erklärt. Und eben merkt man halt eben dann von gewissen Leuten, dass sie eben überhaupt nicht aufpassen. Wo ich immer sage, Leute, Anime ist das Medium, wo man sagt, hier wird Aufmerksamkeit meistens belohnt. Außer du hast eine richtig beschissene Serie, wo du als Mensch da gerne aufpasst und gerne die Sachen analysierst, die du siehst, oder zum Beispiel Verständnis für Charakter und Szenario hast, dich dann ärgern musst, wenn du eine Serie hast, die oft genau diese Sachen scheißt. Okay? Weil, was mir andauernd vorgeworfen wird, ich mag, dass das mir zum Beispiel vorgeworfen wird, ich mag bestimmte Genres oder Charaktereigenschaften nicht. Das stimmt überhaupt nicht, weil meine Kritikpunkte liegen darin, macht die Story Sinn? Gut. Macht die Story keinen Sinn? Schlecht. Bringen sie Szenarien, Handlungen oder vielleicht Gegenstände sogar auf in einer Diskussion, in einer Szene oder in einer Handlung? Und machen sie damit was? Gut. Machen sie nichts damit? Schlecht. Bringen sie es auf und lassen es mehr oder weniger in der gleichen Szene fallen und erklären gar nichts und haben damit mehr oder weniger nur Animation rausgeprügelt, um vielleicht eine Lücke von einer Minute zu füllen. Schlecht, weil du erwartest ja schließlich, wenn du, hey, dieser Zettel ist urwichtig, weil da haben wir voll fett die Beweise drauf. Nächste Szene. Wir gehen jetzt einkaufen. Und nie wieder wird dieser Zettel erwähnt. Und davon gibst du leider immer mehr von dieser Serie, wo Sachen erklärt werden, die mehr oder weniger als Zuschauer Sachen präsentiert werden oder erklärt werden. Szenarien passieren und dann entweder nicht erklärt, einfach verschwinden oder einfach wirklich nur. Und du sagst, was sollte diese Szene da? Was sollte diese Konversation in der Ecke, die uns ja sogar worttechnisch und alles vorgeführt wird, was hat das zu bedeuten? Und natürlich erwartest du dann irgendwann, das könnte so einer von diesen Subaktionen sein, also diese Sachen, die im Hintergrund passieren, die dann über die ganze Serie hinweg immer einen Punkt weitergehen, mehr oder weniger so wie ein Palindrom, kann man fast sagen, also eine Information in der Information. Was? Palindrom? Ich glaube, es war ein Palindrom. Versteht ihr, dass Information gebraucht wird, aber in dieser Information wieder eine andere Information beinhaltet ist, die dann im weiteren Verlauf eine ganz andere Story erzählt. In einigen Geschichten haben sie es gemacht, dass sowas sogar einen Twist einbaut. Etwas vorbereiten zu einer Richtung. Und das ist immer das, was einige anscheinend bei Serien entweder überhaupt nicht interessiert oder sie es einfach nicht sehen, was ich schade finde, weil bei einigen Serien zahlt sich das sogar aus. Einige hatten das, Yu Yu Hakusho hatte solche Storylines und in, Project Ico hatte, glaube ich, das auch, und Noir hatte das besonders, weil da bekamst du nebenbei kleine Informationsbrocken, die für sich selbst keinen Sinn machen, aber im Endeffekt dann eine Motivation und eine Charaktererklärung abgeben. So damit wirst du als Zuschauer gefordert, kleine Puzzlestücke zu sammeln, so wie die Easter Eggs in Spielen. Einfach nur, das ist ein Stück, das ist ein anderes Stück. Die passen jetzt nicht zusammen, aber dann kommt ein Stück 3 dazu. Und auf einmal passen alle drei Stücke zusammen. Und das Bild, das sich dann ergibt, deswegen hat diese Person oder dieses Szenario zuerst keinen Sinn gemacht, aber mit dieser Information macht das dann eben Sinn. So typisch wie bei Memento zum Beispiel. Oder den netten Twist zum Beispiel bei Fight Club am Ende. Das stimmt eigentlich. Wenn andere Leute dabei waren, hast du sie niemals zu zweit gesehen. Immer nur einen. Und am Ende merkst du, es war nur ein Typ und der hat eine Psychose. Sowas meine ich. Versteht ihr? Das Wort, wo genau am Schluss der Serie oder am Schluss einer Episode oder am Schluss einer Staffel
ein Stück Information hinzukommt und auf einmal machen die ganzen anderen Sachen, die zuerst keinen Sinn gemacht haben, ein komplett anderes Bild und du so, bist du wahnsinnig? Und genau das ärgert mich bei den Serien, sowas nicht machen. Aber solche Sachen aufbringen, so eben, dieses Ding ist voll fett wichtig, ey. Weg hieß es. Und wird nie wieder erwähnt. Oder schau dir dieses Szenario an. Weg ist es. Alles andere an Serien ist für mich mehr oder weniger ein Teil des Ganzen. Weil mich stört nicht, was eine Serie macht oder was sie mir erzählt. Was mich am meisten, weil du kannst mir jede Story geben. Sobald sie gut erzählt ist, bin ich sofort dabei. Die Thematik dahinter interessiert mich eigentlich sekundär. Ich habe mir so viele andere Sachen angeschaut in meinem Leben. Was ich noch nicht kann, ist mir Dummheit anschauen, wo nach und nach immer entweder die Story immer größere Löcher bekommt. Das ist mir eines meiner Hauptprobleme. Und das ist das Essentielle dahinter, was Anime von anderen Sachen unterscheidet, was Amerikaner machen, sogar was Europa in den 90ern gemacht hat, weil deswegen bin ich immer noch Anime-Fan. Nach all diesen Jahren. Habe ich schon oft erklärt, aber na. Deswegen, wir haben dem abgekommen. Auf jeden Fall, ich bin gespannt, was dieses Jahr. Ich habe noch nicht einmal angefangen zu sehen, was nächstes, was im Rest des Jahres noch an Animes rauskommt. Ich bin auf ein paar Filme gespannt. Attack of the Giants war eins, oder wieder das Zettai no Kyojin. Wo ich da jetzt die Trailer überall hingeschickt habe. Zum Beispiel bin ich sehr gespannt. An Serien habe ich jetzt noch gar nicht mich rangewagt, da ich momentan so wenig Zeit hatte. Also, mehr definitive Erklärung. Also, die Serien, die ich jetzt erzählt habe, zum Beispiel, meines Wissens nach, könnte man sie ruhig weiterempfehlen. Also, falls du sie kennst, empfehle sie weiter. Vielleicht haben wir dann noch Gelegenheit, dass wir mal wieder ein paar gute Serien zu uns bekommen und die man auch kaufen kann. Ansonsten, Import. Sorry, kann man nichts machen. In diesem Sinne, eine schöne Woche. / Wochenende. Und ich hoffe, ich kann nächsten 2 Tagen noch etwas machen. Cheers.